Mein Name ist Jan Sura und ich besuche die 7. Klasse des Lugauer Bodenstedt-Gymnasiums. Zurzeit ist mein Wunsch, einmal Architekt zu werden. Ich heiße Madeline Rostock, bin ebenfalls am Bodenstedt-Gymnasium und mein Berufsziel ist Chirurgin. Am 25. April war Zukunftstag in Brandenburg. An diesem Tag konnten auch wir als Schüler des Bodenstedt-Gymnasiums Luckau unterschiedliche Arbeitsbereiche kennenlernen. Ich habe gerne daran teilgenommen. Gemeinsam mit Madeline Rostock, Niklas Klege und Lukas Kochern besuchte ich das FM Media TV-Studio. Jan und ich machten Vorarbeiten im Studio, erfuhren etwas zur Entwicklung der Firma und schauten zunächst zu, wie ein Beitrag geschnitten und getextet wird. Dann probierten wir es einfach selbst aus und so ist schließlich dieser Beitrag vom Naturparkzentrum Wanienchen entstanden. Am 20. April an einem sonnigen Nachmittag lud die Heinz-Sehmann-Stiftung Wanienchen zu einer Natur- und Erlebnisveranstaltung rund um das Thema vom Ei zum Frosch ein. Helmut Donat, der Leiter des Naturparkzentrums, führt eine Gruppe von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch den Park. Und wir haben jetzt so ziemlich alle Amphibienarten hier, die man im Naturpark, hier Lauzer Landrücken und in Siemers Naturlandschaft Wanienchen finden kann. Es fehlen eigentlich nur drei. Und zwar den ganz großen, den Seefrosch. Das ist ein grüner Frosch, der in den großen Gewässern und vom Spreewald vorkommt. Den haben wir jetzt nicht dabei. Wir haben den Grasfrosch nicht dabei, aber das ist ein ganz, ganz häufiger. Den kann man auch so sehen. Und wir haben die Wechselkröte nicht dabei. In verschiedenen Behältern konnte man die unterschiedlichsten Froscharten betrachten. Dies war somit eine besondere Attraktion, Frösche einmal von nahem zu sehen und nicht nur auf Bildern oder im Freien, wo sie auch ganz schnell wieder weghüpfen. Das ist das Männchen. Man erkennt das Männchen daran, dass der an der Kehle braun ist und dass er auch knarren kann. Und das ist der Kehlsack. Ein Lautsprecher. Damit verstärkt er seinen Ruf und ist also ganz, ganz weit zu hören. Und der macht jetzt gerade in den jetzt ersten warmen Frühlingsnächten richtig Krach. Ich war so vorgestern in Bornsdorf an den Teichen, da ist also ohrenbetäubend, wie also ganz viele Laubfrösche rufen. Das ist ein Baumfrosch, also die einzige Art der Baumfrösche. Und man sieht es schon an den anderen Tieren, die haben hier an den Zehen so eine Verdickung. Das sind Saugnäpfe. Damit ein Mitglied der Gruppe versuchte sogar mit einem Kescher einen Frosch aus dem Weiher zu fangen, jedoch ohne Erfolg. Und die andere Art ist der Grasfrosch, der eigentlich häufiger ist und auch oft in Gartenteichen vorkommt. Das ist eine Rotbauchunke. Wie gesagt, die ist von oben kaum zu sehen, ist sogar in der ganzen EU, in ganz Europa geschützt. Inzwischen war tierisch was los in Wanienchen. Am 9. Mai ist bei einer Radtour entlang des Schlabendorfer Sees die Rast im Naturparkzentrum sehr zu empfehlen. Sowohl die Naturerlebnisbereiche als auch das Café sind bestens auf viele Besucher vorbereitet. Lukas und Niklas fuhren mit dem Kamerateam zu einer Veranstaltung nach Herzberg, um den Umgang mit der Kamera und dem Mikrofon zu beobachten und sich selbst zu versuchen. Ich heiße Niklas Klege. So ganz sicher habe ich mein Berufsziel noch nicht vor Augen und war mit dem Kamerateam in Herzberg unterwegs. Und ich bin Lukas Kochern. Auch ich will noch so einiges kennenlernen, um mich beruflich zu orientieren. Ich durfte das Interview in Herzberg führen. Am 25. April 2013 fand der Tag der offenen Tür in der Jugendwerkstatt Brücke zur Arbeit in Herzberg statt. Diese gehört zur ESO, eine sogenannte Euro-Schulen-Organisation. Doch was ist das eigentlich? Die ESO ist mit über 100 Mitgliedseinrichtungen und mehr als 1000 Bildungs- und Integrationszusammenschlüssen privater Bildungsträger in Deutschland tätig. Sie arbeitet nach 5 Leitmotiven: Toleranz, Empathie, Respekt, Engagement und Vertrauen. Die Jugendwerkstatt Herzberg hält sich vor allem an die Verbesserung der beruflichen Handlungsfähigkeit, gute Eingliederungschancen, Erwerb und Entwicklung von Sozial- und Fachkompetenz und bessere Beratung sowie Förderung. Es gibt einmal die Nähwerkstatt, eine Holz- und Gestalterwerkstatt, Garten und die Küche. Nähere Informationen gibt es unter Jugendwerkstatt Brücke zur Arbeit.
Doch nun zurück zur Vorstellung der Werkstatt und Fachbereiche. Projektleiterin Cornelia Reich begrüßte Vertreter des Bildungsministeriums, des Jugendamtes der Stadt Herzberg und auch aus anderen Jugendwerkstätten. Sie stellte unsere Teilnehmer Niklas und Lukas an unserem Projekttag vor und die beiden gingen ganz mutig mit Kamera und Mikrofon um. Die Schüler der Herzberger Förderschule unter Federführung ihrer Leiterin Konstanze Meilig erfreuten die Anwesenden mit einem turbulenten Programm. Kraft und Herzenssicherheit, den Weg auf dieser Erde, fang tapfer deine Arbeit an. Und sag dir heiter dann und wann, ich kann, ich will, ich werde. Bevor der Bereich Küche sich von seiner besten Seite mit der Beköstigung der Gäste zeigen konnte, machten die jungen Damen mit einer Modepräsentation auf sich aufmerksam. Diese Kostüme werden hier an den hauseigenen Nähmaschinen genäht. Das heißt, sie werden nicht nur genäht. Also um solch ein Kostüm herzustellen, muss ein Jugendlicher natürlich erstmal Recherche betreiben. Ja? Er bekommt ein Thema, das wird gemeinsam mit den Werkstattpädagogen entschieden, welches Thema, dann wird recherchiert, welche Zeitepoche, wie haben denn die Leute in der jeweiligen Zeitepoche ihre Kleidung getragen. Conny Reich berichtete nur noch kurz aus der jüngsten Vergangenheit, in der die Jugendwerkstatt Opfer von Vandalismus und Brandstiftung wurde. Umstrukturierungen und Umbauten wurden notwendig. Deshalb hat die Jugendwerkstatt eine vorübergehende Bleibe im alten Schulgebäude gefunden. Und dorthin führte der Rundgang. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo man einfach nicht mehr so lange an einem Auftrag arbeiten kann. Das geht einfach nicht. Also bedienen wir uns natürlich. Aufmerksam verfolgten die Teilnehmer die Erläuterungen und erfuhren, dass es neue Lösungen beispielsweise für die Küche gibt. Die ehemalige Cafeteria Stefani wird ab dem 1.6. ein Bistro sein, auch für die Öffentlichkeit. Dort werden wir die Lehrküche finden. Und die Schulräume den Gärtnern zur Verfügung stehen werden. Wird dann um 13.30 Uhr der nächste kulturelle Höhepunkt stattfinden. Die Tänzer der Schule für Tanz, Theater und Musik e.V., also das Tanzstudios Label aus Luckau, werden hier auftreten, und zwar vier Tänzerinnen der Leistungsgruppe und eine Sängerin, die auch im Tanzstudio arbeitet. Ja, und die werden sich hier präsentieren. Und dann haben wir das Finale, weil das Ensemble der Jugendwerkstatt Herzberg wird eine öffentliche Probe hier durchführen. Ja, und dann kommen wir so langsam zum Ende mit einem gemütlichen Kaffee trinken, und dann hoffen wir, dass wir einen erfolgreichen Tag haben. Und wie lange wird die Veranstaltung dauern? Ich sage mal, offiziell wird die Veranstaltung bis um 15 Uhr dauern. Wenn die Leute sich hier wohlfühlen und wenn sie gemütlich sich aufgehoben fühlen, dann können wir natürlich auch länger hier bleiben. Wie viele Vertreter sind denn hier so? Sind hier unter anderem der Landkreis Elbe-Elster, das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, das Jobcenter Elbe-Elster, die Agentur für Arbeit und die Geschäftsführung aus Berlin von der ESO, also die Euroschulenorganisation, das ist unser großer Dachverband. Ja, und dann erwarten wir noch viele, viele Gäste hier aus Herzberg, die damals, als wir vor zwei Jahren, sind wir einem Brandanschlag zum Opfer gefallen, und die ganzen, viele, viele Herzberger haben uns ganz doll unterstützt und auch einige Betriebe, und die werden sich jetzt im Laufe des Tages hier einfinden, weil sie auch gucken wollen, was ist aus den Geschichten hier geworden, haben wir das geschafft, wieder aufzustehen und sowas. Ja. Nach einer Stunde Führung gab es nun endlich eine Stärkung durch Kuchen und der Eröffnung der herzhaften Strecke. Außerdem gab es für das leibliche Wohl frischen Räucherfisch und Räucherkäse. Dazu hausgemachte Fischsuppe vom Fischer aus dem Spreewald. Des Weiteren konnte man pikante Gerichte verschiedener Zeitepochen aus hauseigener Küche genießen.